In diesem Video sehen wir den letzten MAN-DL-Linieneinsatz auf einer BVG-Linie. Schon morgens gegen 9 Uhr warteten unzählige Busfans an der Endstelle in Prenzlauer Berg. Wir begleiten den Wagen 3265 auf der Linie 200 von der Michelangelo-Straße bis zum Bahnhof Zoologischer Garten. Am Morgen des 9. November 2023 wurde der letzte im Einsatz befindliche DL Wagen 3265 vom Betriebshof Spandau zum Betriebshof Müllerstraße, von wo aus der Linieneinsatz organisiert wurde, überführt.
Der Wagen 3265 wurde am 26. November 2007 zugelassen und somit hat er knapp 16 Jahre seine Runden in Berlin gedreht. Apropos Runden, diese drehte er von den Betriebshöfen in die Gandhistraße, Britz sowie zum Schluss vom Hof Spandau aus. Ist ja kein Parkverbot, wa? Nö. Ah. Ach du Scheiße. Moin. Grüß dich. Oh je. So, ein Glück. Am 11. November 2023 fand nun der letzte Einsatz dieser Fahrzeuge bei der BVG, vertreten durch den Wagen 3265 auf der Linie 200 statt. Christopher, du hast deinen Job, Lady? Ich hab meinen Job. Machen Sie mal den Licht an, junger Mann. Ha!
im Namen der BVG zur letzten Fahrt der TL die erste Fahrt beginnt. Es wird das letzte Mal sein. Die Linie 200 bedient 30 Haltestellen und benötigt laut Fahrplan 47 Minuten für diese Strecke vom Prenzlauer Berg bis zum Bahnhof Zoo. Im Sommer 2004 wurde der erste Lions City DD, ein Neumann A39, dem Berliner Verkehrsbetrieb übergeben. Intern bezeichnet die BVG diesen Typ als DL, also Doppeldecker lang. Insgesamt wurden bis 2010 416 Fahrzeuge dieses Typs gebaut. Die letzten Fahrzeuge dieser Baureihe wurden am 14. April 2010 in Dienst gestellt. Nun wünsche ich uns eine angenehme Fahrt und wir genießen noch etwas die Eskorte der Betriebsaufsicht. Aber du setzt dich durch, ja? Wenn es nicht mehr weitergeht, dann bin ich dafür mit dabei, ja? Wenn es klappt. So, wir üben das heute nochmal den ganzen Tag. Das ist ein DL, der hat automatische Türen, die kann ich nicht so einfach zumachen. Bitte gehen Sie immer aus den Türen raus. Okay.
gleich zurück, Olaf. Ne? Muss ich mal durchreisen. Hab ich. Ah, ich kann nicht mehr hinten durch. Der Felix. Ja, aber ja. Ich weiß nicht genau, was hier gewesen ist. Aber es hätte eigentlich müssen wir mal den aus der Tür raus, bitte. Und den ein bisschen nach rechts mit. Danke. Ja, der 3492 hatte ja die schöne Weg, die Tür, die gesagt hat, bitte treten wir aus dem Türbereich raus. Warte mal. Was er nach der Fußball-Weltmeister von Deutschland-Weltmeister unter EM7, was war das? Eine halbe Stunde, was die Tür gehabt wurde. Wir haben es hier nicht mal ausprobiert, ob ich so vorhanden. Hätte er nach das Feuerwehr oder das Feuerwehr? Jetzt hast du nur diese schwedische. Versuchen Sie mal bitte alle noch weiter durchzutreten. Ich weiß, es ist heute alles schwierig, aber der Kollege muss auch normal arbeiten können. Und was für eine Sonderfahrt ist das? Das war die Abschiedsfahrt, das letzte Mal, dass ein Doppeldecker fährt. Auf der Linie waren wir ja sonst schon nicht mehr lange. Genau, nicht mehr, ne? Genau, nicht der letzte MAN-Doppeldecker. Der letzte MAN-Doppeldecker, der alte Serie. Von 2004 bis heute. Früher fuhren ja hier noch Oberleitungsbusse. Ganz früher. Aber ist das immer so, ja? Ja, das würde ja schon wissen. Hallo. Wir müssen einmal wieder ein bisschen durchgehen. Fährt jetzt normal? Der fährt ganz normal. Also der fährt natürlich die Umleitung wie normal, aber ja, der fährt die normale hier. Ja, super, wunderbar. Macht das doch wie bei der S-Bahn.
Ecke Hof auf den nächsten Monat hat. Anboador. Alle Rennen nehmen muss. Und dann kam der nächste hinter mir. Und der fuhr mir weg und meiner fuhr nicht mehr los. Nee, er haut gleich ab, er hat ausgemacht, er haut ab. So, wir fahren noch mal eine kleine Umleitung. Und vom TXL. Thank you.
Aufstellung, wenn man die meine ist. Gehen Sie bitte hinten aus der Tür raus. Ich kann nach oben gehen, ist unmöglich. Gehen Sie bitte hinten aus der Tür raus. Was ist eigentlich mit eurer Kuppel oder KT? Die Tür machen. Okay, mich war schon schwarz, auch wenn ich gebraucht habe, wahrscheinlich ab da auch schon vorne gewesen. Aber die war schon besser, um das zu bekommen. Ja. Ja, ja. Leute, alle von der. So, die neu zugestiegenen bitte hinten aus der Tür rausgehen. Danke. Wie ist noch unsere Situation auf dem Taler? Oder muss ja schon drin wissen. Ich bin gerne mal sammeln. Und wo willst du denn? Ich bin jetzt gerade rausgefahren und denke ich auf dem Boden. Ja, wie sie geht rum. Wir sind auch schon noch gut. Ja, ich esse das aber nicht, aber ich tue es trotzdem. Da kommt mir diese Erinnerung hoch. Ja, aber das mache ich schon für eine Person. Kennst du noch? Nimm dir doch einen Knopf, wollen sie alle. Ja, ja, warte, du nimmst den einen raus, packst ihn da rum. Ja, ja, ja. Wir fahren überhaupt was machen. Dann fahren wir doch da oder aussteigen, holen dann Führer, wir sind mal. Das schaffen wir nicht. Aber mit vier Schuss. Ich werde jetzt mal eine zur Tür anspannen. Warum mal zur Tür? Ich ja. Gehe mal hier. Entschuldigung, drück dich mal bitte vorne raus. Klatsch jetzt mal hinten zur Tür. Du kannst auch hier raus. Oder? Doch hier, geht's hier. Klatsch mal jetzt nach hinten, ne? Hallo. Leon, schon vorsichtig vorne, ne? Ja. Das ja, ja, machen wir das. Ja, war. Ja, dann machen wir das. Das ist ja toll, ne? Heute ist nicht dein Tag. Hier ist also ein kleines Plätzchen. Genau, dann kommen wir da hin. Wir gehen da zum Ausgang. Jetzt meinst du das mit der Abschiedsfahrt? Habt ihr dann den Boot drin gehabt? Letzte Fahrt doch. Nochmal welche? Unten im Laufband? Ja, wenn ein Karz ist, so steht gar keiner an der Strecke. Er kann den Tag mal schnell machen. Hier doch ein VDL, ich hatte keine Zeit. Dann ging es doch wieder. Nee, kann jetzt noch nicht. Ich kann kurz was da einprogrammiert, da hat er angezeigt, aber aus. Aber wie gesagt, ich hatte keine Zeit, da die Zündung mal anzumachen. Jetzt haben wir die Festhalteansage eingebaut. Ich finde mich so sick, dass ich wirklich die Theorieansage bitte festhalten oder das oder das oder das. Oder das. Wenn du Pazifik oder Pazifik hast,
Das ist so schlecht geworden, alle drei. Ah, das ist gekriegt. Er ist bei uns ausgesourcet, also muss er jetzt auf Rente sein. Das ist jetzt nicht der Verlust. Nee, nicht wirklich. DL auf dem 200er gefahren und noch mit der alten Linienführung. Und da kommt das vorne immer Wilhelmstraße, Leipziger Straße. Da habe ich mir immer fast eingeschissen, weil mit dem Abbiegen, weil es da so oft geknallt hat. Und hat jeder Kollege gesagt, ich hätte da schon mal einen Unfall gehabt. Und ich hatte jedes Mal, wenn ich da abbiegen musste, Puls von 150 gehabt, weil ich wusste, wie oft es da schon geknallt hat. Und ich habe jedes Mal gedacht, Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Immer die letzte Tür. Ja, wir haben schon 7 Minus.
Nee, für nachher, ich glaube nachher vielleicht mal. Jetzt ist es. Ja, deswegen jetzt ist es. Dann in 7 Minuten ist aber die rote Ampel ständig schuld. Ja, na klar. Ja, und vielleicht 300 Leute, die hier sind, sonst den Fahrzeiten. Wenn du sonst in die Uhrzeit hier fährst, morgens, ich bin ja früher 200er Stamm gefahren, da war es immer sehr entspannt am Morgen. Und noch weiter. Morgen. Morgen. Du bist mit vollem Gefallen? Genau, perfekt. Rutschen noch schön. Sehr gut. Ich muss nachher die Bilder mit dem anderen schicken. Ich wundere, dass du bis bei der Fahrgastzelle überhaupt fahren kann. Okay, das Ding hält doch viel aus. Für jedes Mal Tür sagen, da jetzt ein Zehner. Immer enger.
Für ein gutes Bild. Ich finde gut, dass hier so viel Fahrzeit drauf ist, dass man eigentlich trotzdem es geht. Also das ist natürlich bedeutend krasser als sonst, weißt du? Ja, ich weiß, auf 10 hast du ganz viel Fahrzeit. Wir sind hier sehr entspannt und fahren. Das E-Rot jetzt ist aber grün. Gut. Olaf, habt ihr bitte schön, ja?
Herr Stefan, das war eine Fahrrad, das war eine Fahrradstellstelle. Da war ein großer Strich. Fahrräder. Ja. Ja, es ist viel anscheinend. Welcome. Ja, komm, probieren Sie mal. Das ist nicht normal. Jetzt denke ich, muss hier alles immer halten. Aber jetzt erhalten, das wäre noch. Jetzt müssen wir sehen, ob es direkt, sondern bei einem anderen. Bei dem Verein, ne? Genau. Und für die zwei Achser gibt es da auch noch erhaltene oder jetzt bloß bei der Stadt und Forst? Es gibt ja noch alte zwei Achser. Aber wie gesagt, der ganze Verein, der hat ja noch ganz viele alte Doppeldecker, die von sich selbst gibt es, glaube ich, nur einen einzigen mit BVG-Kennzeichen noch. Nicht einmal raus? Ja, klar. Schön. Den haben wir für eine Sonderfahrt auch gut gemacht. Und die alten alle zerschnitten oder werden auch noch verkauft dann? Viele werden verkauft. Jetzt ist es leerer. Ja, jetzt kann man ein bisschen durchatmen. Ja, genau. Olaf, Olaf, deine Aufgabe? Seid ihr seid dran? Alles frei. Alle frei. Hey. Dennoch. Die Rückfahrt steht da. Welchen von den vielen meinst du? Ja, du hast zum Schluss die Zuteil, aber. Ja. Was machst du jetzt? Fahre da aus. Echt? Ja. Immer sabbern, immer sabbern. Naja, hier in der Reise. Ist mir alles nicht. Ja, ist okay. Du, das würde ich entscheiden. Du musst jetzt erst dabei bleiben. Ja, ja. VWL einzahlen, VWL einzahlen. Genau. So sehe ich das. Ich habe auch noch einen öffentlichen Dienst und wieder mal, also ohne VWL ein. Aber warte mal, was der liebe Bus Gott noch für mich bereithält. Bleib dabei. Eben. Genau, so sehe ich das nämlich auch. Mitteltürregeln. Ich muss noch mal genau mit den Gefeinden reden, genau. Reden? Der ist außer Betrieb, machen wir beim nächsten Mal. Also dann im nächsten Bus. Genau. Gut. Und wenn wir noch weiter essen, dann können wir noch Achtung. Also auf jeden Fall können wir jetzt nicht umfallen. Sie stehen jetzt unter dem persönlichen Schutz der BVE. Okay. Offiziell Schwarzfahren. Ich bin hier, als ich letzte Woche nach Düsseldorf gefahren bin, zum Anschluss, habe ich dann gedacht, okay, ist in Ordnung, ich fahre nicht mit dem Auto, weil das ist direkt fußläufig zu erreichen gewesen vom Bahnhof. Dann habe ich gedacht, das tue ich mir nicht an, ne? Düsseldorfer Innenstadt lässt nach. Jeder hat so seine eigene Geschichte. Ich bin extra von Siegen aus nach Haltern, weil ich da dann in den Zug steigen konnte, der durchfährt. Dann kam irgendwann die Durchsage, aufgrund von irgendwelchen technischen Störungen hast du nicht gesehen. Bitten wir Sie in Duisburg auszusteigen. Dann hatte ich geguckt und habe gedacht, dann steige ich jetzt in Mülheim aus, weil dann kriege ich ihn eben. Also wenn er eher fährt, dann ist er nicht so. Nee, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, dass du mit der Bahn fährst. Nee,
Ich muss besser nicht. Also bei mir geht es nicht. Bei mir geht es nicht. Mal rühren, weil sonst kommt unser S3 dann heute. Die fährt auch noch an. Leider. Ich glaube, ich muss mal wissen lassen. Ist das gut, der Weihnachtsmarkt oder? Ja. Ich weiß nicht aus. Ich habe sie schon mal gesehen. Wer mal wer jetzt mit nach hinten fährt, aber hinten, also vorher wäre aussteigt. Niemand. Wie lange habt ihr hier Winterzeit? Das sieht ihr ja nicht. Was? Machen wir gleich. 19 Minuten, aber ich glaube, die könnte sich nur 5 Minuten revidieren da. Ich muss sogar aus Handy geben, wenn der Hände macht. 55? 70. 51 sollte die da sein, glaube ich. So, die erste Fahrt ist beendet. Der Bus hat durchgehalten und Sie können eigentlich nicht mit zur Betriebshaltestelle fahren. Bitte aussteigen. Eigentlich hast du gesagt, eigentlich. Das Video hat aber schon versaut. Und darin Wir wollen eh aussteigen. Oder? Wir nicht. Nee, gar nicht. Ach, nee, fahren wir aussteigen, steigt aus, wenn nicht. Danke. Jo. Genau. Das ist eine ganz ist eine Mitfahrtaufnahme. Einmal ganz von hier an die Tür, bitte. Genau. Unser Ticket ziehen wir mal. Ja, das ist gut. Kannst du mal sehen, wie beliebt du bist, Frank? Alles nur deinetwegen. Du hast ja schon Personen für mich. Hast du eigentlich gerade den Applaus gehört? Den habe ich für dich geschmissen. Mach mal nach Michelangelo nochmal. Wie ist denn Eli? Hast du schnell hergekommen? Nein. Reinschlagen. Einfach reinschlagen. Also sind wir so noch im Brust drin. Nein, dann haben wir ganz so aufgeregt. Dann geht's ja weiter, Alter. Das guck dir mal an, das verrückt, ey. Keine Sorge, um 15 Uhr kommt, um 15 Uhr wird wahrscheinlich am schlimmsten sein. Ich glaube, der vielleicht auch diese Herzallee. Kriegen wir bei den ganzen Fotografen jetzt überhaupt am Platz hier in der Herzallee? Schier unmöglich. Ich stelle dann vielleicht in die zweite Spur da und dann. Die Kopfen sind schon da. Dann machen wir jetzt einmal leer alle raus und dann. Das wollten wir machen wegen einer Art Show. Lass uns mal 10 Minuten wenigstens stehen hier. 10 Minuten wenigstens. Frank, vorne rechts nochmal. Für uns, die Fotografen, bitte.
Ja, danke schön. Danke.